12:3. Ja, Oman, herzlichen Glückwunsch. 5:3 gewonnen. Ich meine, klar, ihr habt ja eine schlechte Hinrunde gehabt, als 7 weg waren im Nationalteam, viele Verletzte. Jetzt waren endlich alle dabei. Das ist der Wunsch eines Trainers, wenn man alle hat, oder nicht? Ja, natürlich, weil du gönnst natürlich die Jungs, dass sie spielen können, alle. Deswegen sind wir froh und ja, heute war gut. Und war der für euch klar, der Sieg von vornherein, oder warst du etwas wankelmütig? Hätte es auch andersrum kommen können, eventuell? Nein, ich finde Düsseldorf eine sehr gute Mannschaft. Die sind spieltaktisch sehr stark. Die sind fit. So, das war absolut kein Klarsieg. Auf jeden Fall nach gestern, wo ich glaube, dass wir das selber weggegeben haben, hatten wir heute, ja, mussten wir, das war ein Finale für uns, hè? Das war ein Muss-Win. Und ich glaube, wir sind stark angefangen. Ich finde, auf 2:0 müssen wir die 3:0 machen. Und da machen wir uns selber schwer. Und dann ist Düsseldorf halt echt eine starke Mannschaft. Und dann kommt das an auf Details. Und ich glaube, dass heute
dass die Details unserer Seite gefallen sind, auf jeden Fall mit der Auszeit. Die Auszeit, die letzte Auszeit von Düsseldorf hat uns unwahrscheinlich geholfen, weil wir wollten eigentlich noch auf das gleiche Moment die Auszeit nehmen. Und dann hat Düsseldorf die Auszeit genommen und das hat uns echt geholfen, weil deswegen hatten wir noch eine Minute um zu atmen, mit noch 30 Sekunden zu spielen. Und ich glaube, das sind doch die kleinen Sachen. Ich bin kein Haltespezialist, aber das sind doch die kleinen Sachen, die net ein bisschen mehr Energie, die wir haben. Und naja, dieses Mal fällt das gut auf unsere Seite. Aber nochmal, ich finde Düsseldorf absolute Topmannschaft in der Halle. Und ja, deswegen war das, ich glaube, auch ein sehr interessantes Spiel, um anzugucken. Das war spieltaktisch von einem hohen Niveau und spieltechnisch auch so. Ich habe es genossen als Trainer. Ja, das fanden wahrscheinlich auch die vielen Zuschauer, denn die Halle war ja so voll wie, glaube ich, noch nie hier. Ein Plus hattet ihr natürlich 5 Strafecken, 3 Tore und der DHC nur eine. Ihr habt verdient gewonnen, das erkennen wir an. Wir hoffen nur, dass wir vielleicht auch dann bei der Endrunde in Mülheim sind. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und uns natürlich auch. Vielen Dank, Roman. Dankeschön. Okay. Ja, Akim Bocuşi, 3-5 verloren, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu der Leistung der Mannschaft. War mehr drin oder waren die Mülheimer wirklich die 2 Tore besser? Nee, das war ein sehr ausgeglichenes Spiel auf kompletter Augenhöhe. Es hat auch unfassbar Spaß gemacht, sich das anzugucken. Also mit Spielbeginn mega viel Tempo drin und ich glaube, der Spielstand, dass so wenig Tore gefallen sind, täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass sehr, sehr viel Tempo in dem Spiel war und dann kann eigentlich immer alles passieren. Aber auf so einem Niveau leider entscheiden halt auch Kleinigkeiten. Mülheim hat bei deinem letzten Tor ein bisschen Glück, dass der Ball noch durchrutscht. Wir haben danach ein bisschen Pech, dass der Rückhand am langen Pfosten nicht reingeht, was wahrscheinlich, und von daher geht Mülheim dann jetzt als Sieger vor, aber es war komplett auf Augenhöhe und da hätte am Ende, finde ich, zumindest beide Teams gewinnen können oder hätte auch einen Unentschieden geben können. Ja, die Mülheimer haben vielleicht auch den kleinen Vorteil gehabt. Die haben mehr Strafecken herausgeholt und haben immerhin bis auf 5 Strafecken gebracht und davon 3 verwandelt. Bei euch war es eine, die ist zwar auch verwandelt worden, das ist eine 100%ige Ausbeute. Ist zwar schön, aber ein paar Strafecken mehr und Tore wäre auch gut gewesen. Ja, wie die Tore fallen, ist mir eigentlich am Ende egal. Wenn wir keine Strafecke haben und dann schießen wir trotzdem 4 Tore und gewinnen 4-3. Haben wir gewonnen. Also von daher, so würde ich es jetzt nicht reduzieren. In der Halle ist es sehr, sehr schwer planbar, Strafecken zu holen. Und von daher war es halt jetzt so, dass Mülheim vielleicht ihre Tore aus den Strafecken schießt, wir aus dem Feld raus. Wie gesagt, wir haben eine Chance aus dem Feld heraus, die wir machen können zum 4-4. Haben ein bisschen Pech. So ist es. Trotzdem, das Viertelfinale ist ja mit Sicherheit noch nicht abgeschrieben, obwohl ja am Anfang, sagen wir mal, so ein bisschen von den vielen anderen als Eventualabsteiger gehandelt wurde. Aber bei euren bisherigen Leistungen kann man nicht von einem Eventualabsteiger reden, sondern einen, der oben mitspielen kann. Ja, wir waren klar in unserer Zielsetzung. Wir haben klar gesagt, wir wollen mit unten nichts zu tun haben. Das haben wir gestern erledigt damit, dass wir da gegen Kahlenberg gewonnen haben, 10 Punkte haben und dann glücklicherweise auch noch Tabellenzweiter waren. Klar ist, dass wir dann unsere Ziele sicherlich irgendwie auch neu setzen und gucken, wo wir so hinwollen. Wir können jetzt Spaß haben und auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen mitkämpfen und mal schauen, was geht. Ich würde mich auf ein Viertelfinale freuen. Vielen Dank, Akim. Ich auch. Ja, jetzt haben wir einen Spieler vom DRC, Clemens Ohltafer. Immer wieder gut, Schlacht in der Abwehr und auch vorne überall zu finden. Wie war das Spiel für dich aus der heutigen Sicht? Ja, das Spiel, rückblickend betrachtet, war extrem anstrengend, extrem schnell. Phasenweise natürlich mit Überhand auf der Mülheimer Seite. Phasenweise haben wir auch sehr gut dagegen gehalten und selber gut auch aus dem Druck von den Mülheimern befreien können und so auch unsere Abschlüsse finden können. Und ja, im Großen und Ganzen kann man nur zufrieden sein mit dem Spiel heute, auch wenn es vielleicht gegen Ende auf Mülheimer Seite glücklicher war als auf unserer. Ja, selbst der Mülheimer Trainer hat großes Lob gehabt für euch und hat gesagt, also Düsseldorf ist schon eine klasse Mannschaft, mit der man immer rechnen muss. Wird das weiter so gehen und siehst du Chancen fürs Viertelfinale für euch? Ja, ich meine, wir haben jetzt mit unserem Spiel gegen Kahlenberg unser Saisonziel erreicht. Wir können jetzt relativ entspannt in die restliche Hälfte der Saison gehen und meinen es natürlich, gerade bei dem Punktestand, 2., 3., 4., wir haben alle 10 Punkte gerade auf dem Konto. Die Liga ist extrem eng, hier kann anscheinend jeder jeden schlagen irgendwo. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns das ausmalen Richtung Viertelfinale, aber man würde lügen, wenn man es völlig verneinen würde bei dem Tabellenstand. Ja, vielen Dank, Clemens, und viel Glück für euch für die nächsten Spiele. Ja, danke schön.